Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie man einen Kronkorkenmagneten selber baut. Viel Spaß dabei! Was wir brauchen, ist ein Comic oder ein gleichwertiges Material, aus dem wir unser Motiv schneiden, eine Schere, einen Kronkorken, einen Magneten, einen Stift und Kleber, wie zum Beispiel Sekundenkleber. Als erstes nehmen wir die Schere und das Comic bzw. das Material, aus dem ihr euer Motiv für den Magneten schneiden wollt, und schneidet das Motiv grob aus. Als nächstes nehmen wir uns den Kronkorken und den Stift dazu, legen nun den Kronkorken mit der oberen Seite auf das gewünschte Motiv, nehmen den Stift und ziehen einen Kreis um den Kronkorken. Nun nehmen wir die Schere und schneiden diesen Kreis aus. Haben wir das Ganze fertig ausgeschnitten, nehmen wir das Stück Papier und legen es in die Innenseite des Kronkorkens. Sollte das Stück Papier nicht passen, schneiden wir noch etwas von dem Rand ab, bis das Ganze passt. Zu guter Letzt nimmt man den Kleber, den Kronkorken und den Magneten und macht etwas Kleber auf die Oberseite des Kronkorkens. Nun setzt man den Magneten auf die zu beklebende Fläche und wartet einfach ab, bis der Kleber getrocknet ist. Fertig ist das Ganze. Toll, oder?